So, ich wurde schon gerade gefragt, so eine unglaublich freche Frage, ob ich irgendwie mehrere Vornamen habe. Ich habe nur einen und der ist Isabel. Isabel Garcia und Sie hören den Gut reden kann jeder Podcast. Und wer sitzt vor mir? Der Stefan Rappenglück. Grüß Aber dich. Über deinen Namen dürfen wir uns gleich auch noch unterhalten. Wahnsinnig gerne, aber ich habe auch nur einen Vornamen, also, mehr ging nicht. Ja, tatsächlich, mein Vater hat ungefähr 11 Vornamen. Und meine Mutter hat gesagt, das tue ich keinem Kind an. Und ich möchte auch nicht zwei. Dann manchmal entscheiden sie und sagen, oh, ich finde den einen aber doof, dann nehme ich dann doch lieber den anderen. Und insofern hat sie gesagt, nein, meine Kinder bekommen nur einen einzigen Namen. Und ich habe sogar den Vornamen bekommen von einer Tante, die mein Vater überhaupt nicht leiden konnte. Meine Mutter sagte, oh, Isabel, so ein schöner Name, so mit einem L, so spanisch. Und da sagte mein Vater, ne, Vollblutspanier, ne, das ist die eine Tante, die mag ich nicht, die finde ich doof. Dann muss ich immer an die Tante denken, wenn ich meine Tochter angucke. Aber, nein, er hat zugegeben, er denkt jetzt nur noch an mich und nicht mehr an diese Tante. Schöne Geschichte. Aber ich habe eben nur einen Vornamen. So, Rappenglück, wo kommt das her? Also von meinen Eltern? Ja. Ach nee, echt? Ich dachte, du hättest jetzt Künstlernamen ausgesucht. Du, so genau, aber, könnte Künstlernamen sein. So genau sein. Weiß ich es nicht. Ich kann natürlich jetzt wie alle anfangen und kann dann sagen, ja, eigentlich ist es ein Adelsgeschlecht. Ja, es geht so 17. Jahrhundert zurück und keine Ahnung was. Tatsächlich habe ich keine Ahnung. Ich weiß, dass mein Opa Viehhändler war und die ganzen Generationen davor. Und das muss irgendwas mit Pferd und Rappen eben zu tun haben. Und ich glaube, der Name der Familie war Glück. Und so stellt sich das irgendwie wieder zusammen. Aber okay. Hey, ich habe es noch nie wirklich erforscht. Weißt du, was ich so süß finde? Normalerweise, ne, weil ich meinen Hund Pablo ja immer mit dabei habe, immer so toll, der so ein bisschen rum und nervt vielleicht irgendwie. Bei Margit Hertlein hat er den Holzkorb aufgefressen, angeknabbert, weil er dachte, das wäre Holz. Und hier tollt er mit deinem kleinen Sohn rum, ist auch süß. Bei uns läuft alles frei rum, du auch. Das, ja. Aber das hat er bisher noch nicht gemacht und er findet ihn fasziniert. Finger am Lecken, da war vorher noch lecker Brei dran. Super, jetzt brauchen wir auch noch einen Welpen zum Hund dazu. Ja, genau. Ich oder du musst einfach hier öfters kommen, das geht natürlich auch. Gerne. So, also, du bist ja, wir haben uns ja praktisch über meinen Podcast kennengelernt, du hast ihn dir angehört oder eine Folge angehört und dann hast du so gesagt, ich hätte da auch eine Idee, also so ungefähr in dem Dreh war das. Und da habe ich erst gedacht, nee, nicht so ein Chaka-Chaka-Chaka-Vertriebler, da habe ich sowas von keinen Bock drauf. Denn ich habe tatsächlich einige Bewerbungen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich dir im Telefonat auch davon erzählt hatte, aber so nach dem Motto, ja, Frau Garcia, ich bin die Assistentin von und er ist der Beste, der Klügste, der Schlauste und er war der Erste und der Erste da und der Erfolgreichste hier. Und habe ich gesagt, habe ich die Antwort gesagt, ja, schade, wenn er nicht der Erfolgreichste gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht noch Interesse gehabt, aber so leider nicht. Ich möchte das, ich will das nicht. Ich will nicht diese Chaka-Chaka-Chaka-Typen. Und ich brauche niemanden, der seine Assistentin... Also es ist nicht schlimm, dass die Assistentin anruft, aber dann diese Werbemail. Und er hat auch ein ganz tolles neues Buch, was er gerade an alle verschenkt. Und wenn ich schon höre, so, oh nee, nicht diese Aktion, ich verschenke ein Buch. So, dann habe ich gedacht, nee, leider nicht. Und dann war ich so ein bisschen vorsichtig und dachte, wer ist jetzt der Stefan Rappenglück? Und dann hast du mich ja sehr schnell überzeugt. Nach dem Motto, du bist anders. Jetzt verrat mal, was machst du denn anders? Was macht dich besonders? Bitte in 3 Worten. Das war Spaß. Okay, pass auf. Einfach, anders, besser verkaufen. Ja, das heißt, ich mache die Dinge einfacher. Ich hinterfrage so ziemlich alles, was ich irgendwann mal so gehört habe. Ich glaube, das hat als Kind schon angefangen und hat sich so bis jetzt durchgezogen. Und ich lasse mich halt einfach nicht von einem U wie für ein I verkaufen oder auch wie auch immer dieser schöne Satz heißt. Mhm. Das heißt, wenn irgendjemand zu mir sagt, naja, das macht man halt so, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf und dann denke ich mir halt so, ja okay, aber warum? Und wer ist dieser blöde Mann eigentlich? Den kenne ich bis heute noch nicht. Ja. Und vielleicht einfach mal nachzudenken und zu sagen, okay, wo kommt dieser Glaubenssatz her? Was hat das mit mir gemacht und welche Auswirkungen hat das auf uns? Wenn wir seit 20, 30 Jahren verkauft, immer gleich machen. Aber die Welt sich so schnell entwickelt wie nichts anderes im Moment. Wenn wir uns selber beobachten, nichts ist schnell genug, nichts ist groß genug, nichts ist erfolgreich genug. Aber wir machen immer im Verkauf die Dinge gleich und das seit 20, 30 Jahren. Alles endet mit einer Einwandbehandlung und man hat kriegsähnliche Zustände im Verkauf. Und irgendwie habe ich mir immer so gedacht, das muss doch nicht sein. Das ist doch gar nicht notwendig. Also wenn ich mich frage, wieso ich erfolgreich war, dann war ich immer so einer der wenigen Verkaufstrainer und damals eben noch im Verkauf. Ich mache das ja nun mal jetzt auch schon 25 Jahre. Da war ich immer so einer der wenigen, die immer dann, wenn sie gefragt worden sind, warum machst du das, dann habe ich Spaß gesagt. Ich war nicht der, der ein dickes Auto wollte, der fliegen wollte, der Reisen, Urlaub. Das war damals noch nicht mein Thema. Das ist heute ein bisschen anders. Ja? Also heute fliege ich gerne in Urlaub und mache seit 10 Jahren Backpacking. Aber was mir einfach echt wichtig ist, ist dieses, hinterfrag doch einfach mal alles. Ja? Wo kommt das her? Was macht das mit dir? Wer hat das gesagt? Und der das gesagt hat,
was hat der mit dir zu tun? Ja, und das ist passt immer so es zu Frage. Mir dann eben einfach. Passt es zu mir? Passt es zu mir? Bin ich das als Person? Also, und ich finde das toll, du machst es wirklich total anders. Du hast vorhin gleich, als ich hier reinkam, hast du versucht, mir dein neues Buch zu verkaufen. Und als ich Nein gesagt habe, hast du sofort gesagt, ha, jetzt geht das Gefokus-Gespräch jetzt richtig los. Ja, ich wünschte, Spaß. Ich habe ja noch nie mein Buch. Du hast noch gar kein Buch? Nein, ich habe noch kein Buch. Ich bin einer der wenigen, die noch kein Buch haben. Dafür ganz, ganz viel Content online. Aber das ist ja genau eines dieser Dinge, wo du sagst, da stellen sich die Nackenhaare auf. Dieses, sobald bei Nein fängt das Gespräch eben erst an. Genau. Und da geht es das Verhandlungsgespräch los. Und da wird erst mein Ehrgeiz gekitzelt und so weiter. Naja, wie reagierst du bei einem Nein? Naja, Nein, was heißt denn das letztendlich? Nein heißt doch nur, irgendwas habe ich vorher nicht verstanden und dementsprechend habe ich irgendwas hinterher gesagt. Nee, Sammy, wir müssen nicht zum Kamin. Da bleibt deine Hand dran kleben. Ja, was heißt denn Nein letztendlich? Das muss ja irgendwas mit mir mehr zu tun haben als mit dem Gegenüber. Was wir in dem Moment oft denken als Verkäufer, jetzt müssen wir irgendwas argumentieren, damit die Welt dann wieder anders ausschaut. Aber das heißt doch letztendlich nur, irgendwas habe ich vorher falsch verstanden und habe dann irgendwelche Argumente gebracht, die überhaupt nichts mit meinem Gegenüber zu tun haben. Und nur dann sagt er mir halt eben, und das ist ja nur ein Zeichen, pass auf, irgendwas hast du falsch verstanden, ich mag das nicht, was du mir hier gerade erzählst. Und da muss ich halt dann einfach nochmal wieder das Ganze neu aufrollen und wieder sagen, hey komm, lass uns nochmal zurückgehen. Hey, wo habe ich dich verloren und was ist eigentlich das, was du mir wirklich sagen möchtest? Und das hat viel mehr mit mir zu tun als mit meinem Gegenüber. Also muss ich nicht mein Gegenüber bekämpfen, sondern mal drüber nachdenken, hey Stefan, wo hast du nicht zugehört, wo hast du den anderen nicht verstanden? Wo hast du vielleicht auch sehr eigensinnig gehandelt? Wo hast du in deinen eigenen Interessen mehr gehandelt als in den Kundeninteressen? Und das ist nichts Schlimmes. Nein, gib mir nur ein Feedback und sag mir einfach, mach mal was anders. Mhm. Ja, so wie Kritik mich auch sehr dazu führt, eben über mich nachzudenken. Genau, richtig. Wo irgendwer immer wieder auch gesagt wird, du musst doch nicht jede Kritik zu Herzen nehmen. Ich, doch, für die Weiterentwicklung. Mhm. Und vielleicht entscheide ich mich ja auch gegen diese Kritik. Aber schau, wenn mich Kritik richtig triggert, wenn sie mich richtig traurig macht, jetzt ist das Baby einfach weg, ne? Pablo hat kein Spiegelsäl mehr. wenn mich Kritik wirklich traurig macht, dann ist ja ein Knopf gedrückt worden. Es geht nicht um die andere Person, es geht um mich. Was habe ich da für einen Knopf? Genau, und warum ist dieser Knopf, warum habe ich den mal installiert, um mir zu helfen in einer Situation? Brauche ich den heute noch? Also insofern, ich erkenne eben sehr viel über mich selbst und kann vielleicht gucken, wie kann ich mir da mehr Sicherheit geben, ich mir, sodass mich vielleicht beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, mich das eben nicht so sehr verletzt. Also insofern lerne ich ja ganz viel. Und manchmal lerne ich auch einfach nur, du doof, ich besser, halt die Klappe. Also auch das darf man natürlich mal denken. Ich bin da mittlerweile so entspannt geworden. Die liebe Vera F. Birkenbiel hat ja einmal ihr Inselmodell gezeigt. Ja. Und da geht es eben sehr stark darum, so wenn du dich über jemanden aufregst, dann sagt das so viel mehr über dich als über den anderen aus. Und wenn du über das Modell der Welt nachdenkst, dann heißt es halt eben auch, okay, wenn ich mich über was aufrege, dann versteh doch erstmal das Modell der Welt der anderen. Tauch doch da mal so ein bisschen ein und vielleicht gefällt es dir ja ganz, ganz gut. Und vielleicht verstehst du ihn dann auch besser, vielleicht matcht ihr besser, vielleicht macht ihr einen besseren Rapport miteinander, einfach nur, weil du ihn besser verstehst. Und plötzlich ist aus doof vielleicht interessant geworden. Und interessant ist eine andere Grundlage für ein Gespräch als hey, du doof. Ja. Ich finde es auch schade, das wirst du wahrscheinlich auch erleben, gerade wenn ich mit Führungskräften arbeite, dass immer noch dieses, ich bin immer im Hochstatus, so gepredigt wird, wo ich so sage, in einem Tiefstatus bekomme ich manchmal super gute Informationen. Ja. Und das Leben ist ja ein Wechselspiel. Genau. Das ist wie so ein Gummiband, was ich immer ziehe. Irgendwann ist es kaputt. Ja. Und darum geht es eben auch nicht. Und die eben so einen starken Hochstatus früher ausgelebt haben, so die Führungskräfte von früher, die hatten aber auch Assistentinnen oder Assistenten, die dann eben eher den Tiefstatus hatten, sodass dann beim Mitarbeiter eben wieder dieses Doppelpack ankam. Mhm. Und ich glaube eben heute sagen, wo viele Führungskräfte oder auch Verkäufer, wenn nicht mehr die Assistenten haben, die brauchen eben dann auch beides in sich. Mhm. Daher finde ich es spannend, wenn die immer wieder denken, nein, ich will ja nur Hochstatus. Und das ist so wichtig. Ja, die Frage ist ja, was willst du erreichen in deinem Gespräch? Was willst du mit dem Menschen erreichen? Und dann ist ja immer die Frage, kann ich was erreichen, wenn ich im Hochstatus die ganze Zeit bin? Oder eher dann doch, wenn ich mal runtergehe und einfach mal sage, hey komm, lass uns auf einem gemeinsamen Niveau finden, lass uns auf einer gemeinsamen Interessensebene finden, lass uns matchen miteinander, lass uns einfach mal überlegen, wo unsere gemeinsame Reise hingeht. Ich habe zum Beispiel für mich einen komplett anderen, früher hieß es ja immer, wir müssen Kompromisse finden. Für mich sind Kompromisse immer, dass einer verliert.
Ja, mindestens einer. Für mich geht es immer um Win-Win or No Deal. Oder beide verlieren ein bisschen. Für mich gibt es immer nur Win-Win or No Deal. Wir müssen ja nicht immer einen Deal miteinander machen. Genau. Wir können ja auch einfach mal sagen, hey, dann passt es halt einfach nicht. Und dann ist es doch voll okay. Ja. Dann bist du ein großartiger Typ und irgendwann, vielleicht wirst du feststellen, dass ich dann doch wieder interessant bin. Ja. Und dann komm wieder auf mich zu. Ja. Und das ist so schön entspannt. Weißt du? Und das, wenn ich Menschen beibringe, dann werden die plötzlich so entspannt, hören wieder mehr zu, interessieren sich wieder für ihren Gegenüber und plötzlich wird ein Verkaufsgespräch wieder so ein Miteinander, wie so ein Tanzen. Hm. Dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Aber lass uns zusammen was Schönes draus machen. Ja, ich habe diese Melone mitgebracht. Nein, aber das ist es doch. Ich meine, das muss ja mehr so ein Miteinander sein, als immer so dieses Gegeneinander. Ne? Also, ich hatte ein schönes Beispiel. Ich hatte eine Führungskraft, also das war von einem ganz großen Unternehmen, ein Einkaufsleiter, Verkaufsleiter war er, genau, Verkaufsleiter. Und insofern ging er dann praktisch immer zu den Geschäftsführern eben auch in den einzelnen Stores und in Geschäften und trat dort aber auf, als ob er der König ist. Mhm. Er kam rein und bäm, hier bin ich. Mhm. Und hat dann so einen auf, das macht ihr anders. Und hat praktisch den dortigen Geschäftsführer überhaupt nicht gesehen. Ja. Der wurde gehasst und er hatte super Ideen, aber natürlich hat die keiner gehört und gesehen, weil er auch die anderen nicht gesehen hat und gehört hat und wahrgenommen hat. Ja. Und da hatten sie echt ein Problem, dem habe ich wieder Tiefstatus beigebracht. Ich sagte, wie wäre es mal mit ein bisschen Demut in das Haus des anderen eintreten und nicht reinkommen und gleich sagen, oh, das ist aber, da könnte ich ja, also da machen wir mal alles anders. Das finde ich so spannend, dass die tatsächlich manchmal dieses mit dem Hochstatus im Kopf haben. Elon Musk hat mal so was Schönes gesagt. Er hat gesagt, das interessiert mich nicht. Wer? Elon Musk. Mhm. Ja, der hat mal was Schönes gesagt und sagte, das interessiert mich nicht, wie du die Geschäftsführung begrüßt. Es interessiert dich, wie du mit dem Putzmann umgehst. Und das ist ganz spannend, ne? Weil ich glaube, dass das sehr viel über uns selber sagt. Ja, sind wir in der Rolle oder sind wir authentisch? Und wenn wir authentisch keine Ethik haben, dann werden wir es auch in der Rolle nicht rüberbringen können. Also das funktioniert alles nicht. Also wenn ich im Tiefstatus nicht wirken kann, dann werde ich es im Hochstatus schon dreimal nicht. Es ist schön, wenn man so mehrere Gedanken auf einmal hat. Ich hatte gerade letztens habe ich ein Training gegeben, da hatte ich auch einen Verkaufstrainer drin. Die sollten mich mal so ein bisschen testen, ob ich für das Unternehmen irgendwie arbeiten kann und so weiter und so fort. Und so hat der Geschäftsführer, mit dem ich gesprochen habe, eben so seine zwei Verkaufstrainer reingepackt. Und der eine, bei den einzelnen Übungen, hat er ständig eine Rolle angenommen. Da habe ich gesagt, du redest ja jetzt ganz anders, du stehst ganz anders, du bist eine ganz andere Persönlichkeit, als eben noch, als wir zusammen Kaffee getrunken haben. Hat er, ja, ist ja auch wichtig. Also ich nehme eine Rolle, das ist mir auch wichtig. Und das bringe ich den Leuten auch bei. Und ich so, Und es kann ein sehr guter Weg sein. Meine Erfahrung ist, wenn sich dein professionelles Auftreten, also dein berufliches Auftreten, sehr stark von dem privaten unterscheidet, dann stimmt irgendetwas nicht. Das ist so. Ich finde das extrem spannend, weil es gibt ja auch wieder so eine Binsenweisheit, die Verkäufern immer mitgegeben worden ist, so dem Motto, der beste Schauspieler ist der beste Verkäufer. Und das ist halt totaler Bullshit, weil wenn du ein wirklich guter Schauspieler wärst, dann wärst du irgendwo in Hollywood und würdest Millionen verdienen und dann wärst du jetzt nicht hier Verkäufer irgendwie bei Edeka. Ne? Es geht letztendlich immer darum, dass du mit dir selbst authentisch bist, weil wir kommunizieren auf so viele Arten und Weisen miteinander. Ich muss dir nichts erzählen von nonverbal, paraverbal, lalala. Im Endeffekt haben wir Menschen einfach so viele kleine Antennen und wir nehmen so vieles wahr. Und wenn einer einfach in eine Rolle reinschlüpft, dann sagt irgendwas in uns, ich glaube dir das nicht. Das, was du mir gerade erzählst, das ist nicht ganz stimmig und dann will ich raus. Und dieses, ich muss es mir nochmal überlegen, ist doch letztendlich nichts anderes als meine innere Antenne hat mir gesagt, das ist noch nicht ganz stimmig. Genau, irgendwas stimmt da noch nicht. Wenn du aber wertschätzend bist, wenn du in die Tiefe gehst, wenn du ein ehrlicher Mensch bist, wenn ich dir in die Augen schaue und sage, das, was du mir sagst, das ist stimmig. Ich merke es an deiner Körperhaltung, ich merke es an deiner Aussprache. Ich meine, gerade du als Sprechtrainerin, du weißt das, wie viel die Stimme... Ich bin einfach verdammt gute Schauspielerin. Ich bin eine verdammt gute... Nein, Quatsch. Das glaube ich dir, ja. Du spielst auch gerade eine sympathische Frau, also machst du super. Ja. Also du weißt selber, wie viel die Stimme transportiert. Ja. Ja, oder wie man auch sagt, der Ton macht die Musik. Ne? Das ist ja immer ganz entscheidend. Und ich glaube schon, ne, also ich meine, wir wissen selber, wenn einer mit der Stimme hochgeht, dass er dann oft einfach das, was er sagt, nicht wirklich so authentisch rüberbringt, wie er es denn einfach tun sollte, wenn er in seinem Grundton ist. Mhm. Wenn ich so jetzt mit dir spreche in meinem Grundton, dann muss das irgendwas mit meinem Körper und mit meinem Seelenzustand zu tun haben. Mhm. Und wenn ich das hinkriege, naja, dann schaffe ich es auch, dass der andere mir vertraut und dass er mir zuhört. Und das mit Recht. Ja. Mhm. Ich
finde es eben ganz spannend, wenn die Leute eben sich zu sehr auf die Regeln versteifen, die es ja teilweise gibt, Verkaufsregeln, ja, Kommunikationsregeln und so weiter. Achso, er spielt damit ein. Ich dachte gerade, was macht er da? Der mag meinen Hausschuh, ja. Ja, genau. eine Sekunde ganz kurz. Es wird der Tag kommen, wo der kleine Pablo nicht mehr ständig den Podcast stört. Also wo waren wir jetzt gerade? Wir waren, glaube ich, gerade bei Kommunikationsregeln. Es gibt so viele Regeln, es gibt so viele Verkaufsregeln, Kommunikationsregeln und so weiter. Ich hatte nämlich eine lustige Geschichte. Ich weiß, du warst gerade am Erzählen, aber vielleicht fällt dir ja wieder ein, was du sagen wolltest, wenn ich meine lustige Geschichte erzähle. Zum Beispiel finde ich eben ganz viele Regeln sehr, sehr schlau. Also da ist überhaupt nichts Falsches dran. Was mir aber fehlt, ist eben die Wertschätzung, das ehrliche Interesse. Zum Beispiel eben, wenn du sowas wie Pacing und Leading nimmst, eben aus dem NLP, aus der neurolinguistischen Programmierung, nach dem Motto, ich spiegel dich und dann führe ich dich eben einfach irgendwo hin. Wunderbare Idee. Und dann habe ich eben, dann wurde auch gesagt, ja, die Atmung, die muss man ja unbedingt pacen und leaden. Und dann habe ich wirklich mal jemanden erlebt, der guckte mir nicht in die Augen, der guckte dann eine Etage tiefer, praktisch so in Brusthöhe, ja, weil er nämlich meinen Brustkorb sehen wollte, um zu sehen, wie ich atme, damit er meine Atmung eben pacen kann. Das kann auch in die Hose gehen, ne? Kann in die Hose gehen. Und da ist eben dann häufig, sehe ich eben die Regel, wir spiegeln uns, wir führen uns gegenseitig, das ist ja alles, das passiert sowieso bei ehrlichem Interesse. Wenn ich jemanden mag, spiegel ich irgendwann seine Atmung. Wieso konzentrieren Sie sich nicht auf das ehrliche Interesse, wieso konzentrieren Sie sich auf eine blöde Regel und affen dann eben noch die Körpersprache und alles nach. Das ist alles gut. Weiß ich. Also insofern finde ich es eben so, die Regel an sich, da ist nichts Falsches dran, aber eben nur darauf, sich zu konzentrieren. Ja, meinen kleinen singenden Mann hier. Also eigentlich hätten wir ein Video drehen müssen. Eigentlich, aber, ja, genau. Aber das Kopfkino ist sicherlich extrem spannend bei deinen Zuhörern gerade. Ich glaube, es gibt einen ganz klaren Grund dafür. Wenn wir uns anschauen, also ich nehme jetzt zum Beispiel meinen kleinen Sammy hier, ne, 9 Monate alt, wenn der sich ins Knie stoßt zum Beispiel, dann gehe ich automatisch in die Knie runter, gehe auf seine Höhe und spreche mit ihm, um einfühlsam zu sein. Das ist in uns selbst verankert. Das ist eine Natürlichkeit von uns. Empathie, Pacing, Leading, all diese Dinge, das ist das Natürlichste von der Welt. NLP, Grinder und Co. haben nichts anderes gemacht, als die Dinge genommen haben, die funktioniert haben und haben Regeln draus gemacht. Dass Leute, die vielleicht vergessen haben, wie man authentisch ist, anfangen können, diese Dinge dann wieder zu imitieren und das dann eben zu nutzen für ihre eigenen Zwecke. Ich glaube, dass der Weg muss ein anderer sein. Man sollte es wissen, man sollte verstehen, was passiert da gerade zwischen uns und es beobachten. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist wieder, dass wir wieder zurück zu unserer Natürlichkeit finden. Dass wir einfach mal wieder sagen, wie schaffe ich es, Entspannung in einem Gespräch zu haben, sodass ich mich auf diese Dinge gar nicht konzentrieren muss, sondern meine natürlichen Antennen auch wieder nutzen kann. Und das führt dann dazu, dass mein Gegenüber so schnell mit mir Rapport hat, dass es gar nicht schneller geht. Und das passiert automatisch, weil es in uns selbst verankert ist. Ja, wir erkennen sofort, ob wir jemanden mögen, nicht mögen, ob er interessant ist, nicht interessant ist. Aber nur dann, wenn wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern uns maximal mit dem anderen beschäftigen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, was wir ja im Endeffekt, du, ich, auch Margit Hertling, die ich nun gerade vor ein paar Wochen auch interviewt habe, wir kommen bei so simplen Sachen wieder raus, dass wir sagen, wie wäre es mal mit Neugierde? Ja. Wie wäre es mal mit ehrlichem Interesse? Mhm. Und da kommen ganz häufig Leute und sagen so, nee, das ist ja zu einfach. Mhm. Das sagt ja, ist ja nichts Neues. Und ich denke, ja stimmt, aber wer macht das denn? Ja. Wer lebt denn wirklich die Neugierde? Wenn du jetzt fährst und vor dir fährt ein anderes Auto und das fährt, sagen wir mal, sehr anders, als du vielleicht fahren würdest. Interessant. Sehr interessant. Er hat vielleicht einen spannenden Fahrstil. Ja? Genau. Gehst du wirklich in das ehrliche Interesse an? Ich mache das wahnsinnig gern. Ich schaffe es auch nicht immer, um Gottes Willen. Ich bin weit vom Perfektionismus entfernt. Gott sei Dank. Ja? Ich bin Mensch. Du bist dann der auf der linken Spur, der dann auf die Höhe des Mittelspurfahrers fährt und rüberguckt, oder? Ja, genau. Und dann so... Nein, aber wenn irgendwie sowas passiert, wo mir bremst jemand kurzfristig und biegt dann doch noch oder sowas ab. Und dann gehe ich eben in diese absolute Neugier und frage mich so, ist ja spannend. Sitzt wohl jemand neben ihm, hat ihm gerade gesagt, halt, stopp, wir müssen ja schon hier abbiegen. Haben die sich vielleicht gequatscht, weil vielleicht der eine gerade ein Trennungsgespräch hat und der andere so aufmerksam zugehört hat oder hat er gerade gemerkt, oh, mein Navi spinnt oder irgendwas. Und wenn ich in der Neugierde bin, bin ich schon nicht mehr in dem, ey, Schwachmat, nur Gehirnamputierte, abgesehen von mir auf den Straßen, alle haben den Führerschein gewonnen, ich bin der Einzige. Ja, es hilft mir ja nicht. Ja, also wenn ich mich über andere aufrege, was ich auch definitiv auch immer wieder tue,
Aber wenn ich mich aufrege, es hilft ja nicht wirklich. Denn dem anderen geht es immer noch gut, über den ich mich aufrege. Aber mir geht es ja nicht gut, weil sich die Worte und die Gedanken, die ich habe, eben an meinem Körper auswirken. Und mir geht es da nicht so prickelnd. Also warum sollte ich es tun, wenn ich den anderen in dem Auto wahrscheinlich sowieso nie wiedersehen werde? Mhm. Abgesehen natürlich ist es eine gefährliche Situation. Alles gut und schön. Ja, ich will jetzt auch nichts verharmlosen. Aber trotzdem mag ich eben diese Neugierde. Also wer lebt die? Lebst du die? Ich bin extrem neugierig. Also das war als Kind schon immer so und das ist nicht immer zu meinem Vorteil gewesen, weil es letztendlich immer dazu geführt hat, dass ich alles irgendwie hinterfragt habe. Ich habe mir, also eines meiner Lieblingsbücher war mein Kinderlexikon früher. Ich habe echt tatsächlich so das Kinderlexikon seitenweise auswendig gelernt, weil ich mir dachte, das ist interessant und das bringt mich weiter. Aber es war manchmal natürlich auch nervig. Ich habe meine Lehrer ständig hinterfragt, ich habe meine Eltern hinterfragt und das kann natürlich auch ziemlich anstrengend werden. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass ich mir heute halt nicht einfach alles erzählen lasse. Ich nehme nicht einfach nur alles an, nur weil irgendjemand da vorne einen gewissen Status hat und mir was erzählt. Ich fand das von Buddha damals so schön oder Gautama Siddhartha, der sagte, warum folgst du mir, wenn du noch nicht mal weißt, ob es richtig ist, was ich erzähle? Und ich glaube, das ist so spannend einfach, wenn du einfach sagst, ja okay, das habe ich jetzt gehört, ja, jetzt fühle ich mal in mich rein, was macht es mit mir? Und dann erst überlege ich mir, ob ich daraus einen Impuls der Veränderung dann eben wirklich ziehe. Es gibt ja viele Leute, die sagen, jetzt habe ich das Buch gelesen und nur weil der so ist und weil er erfolgreich ist, mache ich jetzt einfach alles genauso, wie er das macht und dann bin ich erfolgreich danach. Aber das funktioniert nicht. Die Welt verändert sich ja ständig. Ich habe auch gerade letztens von einem Erfolgsredner, wenn der schon so 2 Jahre her, von einem Erfolgsspeaker, wir nennen es ja Speaker, wenn wir dafür auf der Bühne sind. Wir sind Keynote-Speaker. Wir sind Keynote-Speaker. Ja. Also auf alle Fälle von so einem Speaker auf der Bühne, so wie kann man eben auch, ne, erfolgreicher Speaker, wenn er gesagt, man schreibt ein Buch, man macht das. Wo ich so denke, nee, ich habe es mit dem Hörbuch geschafft. Da war dieses schöne Mann auch schon wieder, ne? Der schöne Mann? Nee, wo du sagst, dieses schöne Mann. Mann schreibt ein Buch. Er hat es natürlich so vorgemacht, aber er ist eben vor 20 oder sogar 30 Jahren hat er eben angefangen. Und da war es tatsächlich so. Und es kann auch immer noch funktionieren, aber es ist eben kein Muss. Und ich kenne eben mittlerweile Speaker, die eben kein Buch haben und die gut sind. Und ich brauche zum Beispiel. Stimmt, du hast gesagt, du hast noch. Wieso unterhalte ich mich eigentlich mit dem? Der ist noch überhaupt nicht. Können wir gleich zusammenpacken? Kann ja nicht. Du hast ja noch kein Buch, Stefan. Stimmt, das geht nicht. Du hast bloß diesen komischen Namen Rattenglück. Ja, nee, das geht alles nicht zusammen. Aber der Name ist wenigstens gut. Der Name, der ist Hammer. Der ist gut, oder? Ey, der ist nicht schlecht. Den vergisst man auch nicht so schnell. Meine Frau will mich genau aus dem Grund nur heiraten, wegen meinem Namen, weißt du? Aber mein Kind hat meinen Namen schon, ja. Oh, und der freut sich so. Ja, ich habe den Namen, ich habe den Rappenglück. wo waren wir jetzt gerade? Ja, genau, also insofern, es ändert sich. Und genauso natürlich auch im Verkauf. Also, aber wenn du sagst, ich höre zu, das ist mir das Wichtigste überhaupt, das hat sich doch nicht geändert. Ehrliches Interesse hat sich doch nicht geändert. Also sagen wir mal so, es wurde vielleicht also, lange nicht gepredigt. Dass es umsetzen oder dass es wichtig wäre? Dass es wichtig wäre. Naja, das ist umsetzen, das ist halt eben das, was immer fehlt. Also was viele Leute sagen ja immer, also jeder hat den Satz mal gehört, wer fragt, führt und so weiter. Ne? Wenn ich allerdings eine Frage stelle, hey, wie ist das Wetter? Ja, und dann sage ich so, ja, schlecht. Mhm, okay, dann lass uns jetzt mal zum Punkt kommen. Das ist für viele Verkäufer ist das Smalltalk und ich habe zugehört. Und ich habe eine W-Frage gestellt. 3 Punkte am Haken, wo ich einen Haken dran setzen kann. Mein Selbstredner hat gesagt, ich muss offene Fragen stellen. Eine W-Frage, Haken dran. Ja, ich muss mich für den Kunden interessieren. Wie ist das Wetter? Ja, super, Haken dran. Und jetzt gehen wir zum Echten über. Also fokussiert sein, Haken dran, super. Das ist aber genau das, was es eben nicht ist. Ja, das heißt auch, dass ich eben in die Tiefe gehe, dass ich einfach sage, was bedeutet das jetzt für dich? Ja, wie geht es dir jetzt damit, was da gerade los ist? Also, dass ich aus jedem, was mir jemand sagt, einfach auch eine Tiefe aufbaue. Und da kannst du Freudsches Eisbergmodell nehmen, was ja so gestresst wird da draußen für ungefähr jedes Format. Aber entscheidend ist es tatsächlich. Wir sagen dann immer so, ja, wie geht's dir denn? Ja, nicht so gut. Okay, warum? Ja, ich bin krank gewesen die letzten 3 Tage. Ah, okay, ja, mir geht's auch nicht gut. Ja, und plötzlich, also die zweite Frage, die dann schon jemand stellt, dann, das nennen sie dann aktives Zuhören. Ich habe also einmal mehr gefragt, aber auch das führt doch zu Fragen nichts. Ist aber kein aktives Zuhören. Nein. Aktives Zuhören bedeutet Klappe halten. Klappe halten, zuhören und tatsächlich zu überlegen. Was ich auch super gut kann, während du gerade hältst. Unfassbar gut.
unfassbar gut. Ich unterbreche auch nie. Also das mache ich nie. Was wolltest du gerade sagen? Also ich würde es ja schon nennen, also dieses aktive Einfühlen finde ich viel spannender in einem Verkaufsgespräch als dieses aktive Zuhören. Mal zu gucken, was passiert denn da gerade mit meinem Gegenüber? Wenn er eine Antwort gibt, wie verändert sich denn seine Körperhaltung? Wie verändert sich seine Sprache? Aber da muss ich halt auch mal auf Micro-Expressions so ein bisschen achten. Da muss ich mal gucken, wie reagiert derjenige denn? Glaube ich ihm das, was er gerade sagt? Und wenn ich es ihm nicht glaube, warum nicht? Ja? Und dann einfach mal eine Frage zu stellen und zu sagen, naja, aber so ganz überzeugt sind Sie nicht davon, oder? Und wenn ich dann ihn in so einen Widerspruch reinbringe, erst dann kommen doch die interessanten Informationen raus. Weil, lass uns doch mal ehrlich sein, ich trage doch meine Sorgen und Nöte nicht tatsächlich vor mir her. Das machen Menschen, die, keine Ahnung, ja, die im Jammertal leben und so weiter, aber nicht Unternehmer, zu denen ich hinkomme und die nach außen hin halt einfach ein erfolgreiches Unternehmen präsentieren wollen. Das machen die nicht. Also muss ich sie erstmal an den Punkt hinbringen. Und das geht über Vertrauen, das geht über Rapport und das geht über eine brutale Tiefe und emotionale Verbindung halt eben. Ja, definitiv. Aktiv einfühlen finde ich schön. Mhm. Denn zuhören hat ja auch was von zu. Und insofern machen manche auch hinhorchen. Genau. Aber das ist natürlich dann auch schon vielen zu esoterisch. Ja. Okay, ich kann doch nicht sagen, ich will aktiv hinhorchen. Aber im Endeffekt wäre es schön. Hinhorchen, denn horchen ist was ganz anderes als hören. Richtig. Hören ist einfach irgendwas, was passiv einfach reinkommt. Aber wenn ich hinhorche, das hat eine ganz andere Energie. Ja, aber da gehört halt auch einfach mal dazu, dass ich von mir weggehe in so einem Gespräch, dass ich mal meine Unterlagen zulasse, auf die Seite lege und einfach mal sage, so, jetzt du. Warte mal, übrigens habe ich eine SMS bekommen. Ich meine, es ist ja mega wichtig, das während des Podcasts nochmal ganz kurz. Ja, stimmt. Videos, Freunde. Obwohl ich die Leute ständig unterbreche, weißt du? Dann will wahrscheinlich jemand wieder einen Podcast oder will sich die aufdrängen. Ja, wahrscheinlich. Ich will wieder so, ey, ich bin der Geilste, der Schnellste, der Tollste. Ich würde gerne mal so eine E-Mail bekommen, wo jemand sagt, ich bin der Erfolgloseste überhaupt. Bitte nimm mich in deinen Podcast auf. Ich habe nicht geschrieben, dass ich erfolgreich war. Nein, das hast du nicht. Nein, das war diese andere, wo die Assistentin mir geschrieben hat, er war der jüngste Geschäftsführer, der jüngste hier, der jüngste da, der jüngste und erfolgreichste. Und dann bin ich schon gelangweilt. Beim dritten Mal erfolgreichste bin ich schon gelangweilt. Ich war ja sogar dreist, das ist immer wieder beim Thema Neugierde. Ich wollte wissen, wie du reagierst, wenn ich dich kritisiere oder wenn ich dann ein Thema auch mal kritisiere oder auch mal hinterfrage. Und ich finde es extrem spannend, wenn man jemand dann auch drauf eingeht und sagt, was will derjenige mir denn jetzt eigentlich sagen? Will er mir sagen, ich will in deinen Podcast? Oder will er mir sagen, es gibt noch andere Seiten? Und dann ist die Frage, wie reagierst du drauf? Und sagst du, bin ich jetzt neugierig und will was dazulernen? Oder will ich das verteidigen, was ich bisher schon kenne? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil viele Verkäufer, die wollen auch immer nur das verteidigen, was sie da mitbringen. Anstatt, dass sie einfach mal sagen, was kann ich denn von meinem Kunden lernen? Mhm. Was kann ich denn da alles mitnehmen? Und das finde ich immer so spannend. Ich war immer so einer, der hinterher sich gefragt hat, was habe ich jetzt wieder in meinem Verkaufsgespräch gelernt? Mhm. Sei es über mich, oder sei es über die Situation, über die Person als solches, sei es über meine Produkte, dass ich sie hinterher verbessern kann. Und das ist eben das, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und wenn du ganz, ganz entspannt bist, in deiner Persönlichkeit ruhend bist, erst dann kannst du solche Dinge wahrnehmen. Ich kann es leider nicht so toll zitieren, wie du eben vorhin diesen Buddha-Spruch zitierst, aber es gibt so eine Aussage, wenn du jemand anderen zuhörst, dann hörst du immer wieder was Neues. Mhm. Sprichst du selbst die ganze Zeit, hörst du immer halt selber. Genau. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Denn wir gehen häufig in ein Gespräch rein oder auch wenn wir jemanden überzeugen wollen, einmal ein Verkaufsgespräch. Genau. Bei mir geht es ja mehr so um Kommunikation allgemein. Ja. So viele Leute reden und reden und reden, aber wir hören dann ja immer dasselbe. Mhm. Und es ist natürlich auch spannend, einfach mal was ganz Neues zu hören. Ja. Eine Sache noch zu der Neugierde. Ich möchte dir ja noch mal mit auf den Weg nehmen. Mhm. Du hast ja gesagt, ja, ich bin neugierig. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, die Kulleraugen bewahrt man sich, wenn man neugierig bleibt. Mhm. Margit Hettler hat mir gesagt, dass die Leute eben dann immer... Oh, das ist jetzt gerade blöd, ja, genau. Fokus nicht auf dem Kleinen, dabei ist er so süß. Dass die Augen bei älteren Leuten eben, weil sich das Gesicht und sowas verändert, eben immer weiter zugehen und teilweise so diese Clint Eastwood-Schlitze bekommen, weil sie auf alles so kritisch schauen. Und sie meinte, wenn jemand neugierig ist, erkennst du immer die Kulleraugen und die bewahren sich eben dann die Kulleraugen auch eher eben bis ins hohe Alter. Also insofern nicht immer schön neugierig bleiben, dann hast du auch die großen Babykulleraugen noch. Und ich glaube, dass Kinder wirklich da auch ein drittes Auge dafür haben. Also ich merke das auch bei Sammy. Ne? Wenn ich angespannt bin, wenn ich mich nicht für ihn interessiere, wenn ich die Neugierde nicht habe, wenn ich diese Kindlichkeit nicht in mir trage, dann merke ich das an seiner Reaktion. Er ist ein ganz toller Spiegel dafür. Hm. Aber auch Tiere. Das weißt du auch, ne? Also wie Tiere auf Menschen eben zugehen. Ne? Für diejenigen, die offen sind, die interessiert sind, die keine Ängste in sich tragen, sondern halt wirklich eine Entspannung haben, da ist ein Hund kein Fremdkörper. Ne? Die kommen einfach auf sie zu,
Hunde legen sich bei mir auf dem Rücken manchmal einfach hin und lassen sich streicheln. Oder andere sagt, das hat er noch nie gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viel mit uns zu tun hat. Ja, mit dem ehrlichen Interesse. Ja. Wie bringst du deinen Teilnehmern bei, ehrliches Interesse zu haben? Denn manche, glaube ich, bilden sich eines zu haben, indem sie schon eine W-Frage, haben wir abgeklärt, regnet draußen, doof, ja. Ne? Ja, doof. Okay, so, jetzt, Tacheles. Wie bringst du es denen bei? Hast du da so eine bestimmte Übung oder... Ich glaube, du kannst Menschen kein ehrliches Interesse beibringen, wenn kein ehrlicher Grundinstinkt dahinter ist. Also es muss erstmal die Intention sein, die ehrlich ist. Und dafür ist dann erstmal wichtig, dass ich einfach wieder Interesse an Menschen einfach entwickle, dass ich verstehe, dass der Kunde eigentlich derjenige ist, dem ich eine Hilfe biete, dem ich eine Dienstleistung biete, der Schlüssel aber auch wieder zu meiner Entwicklung ist. Also dass es nur durch einen Win-Win funktionieren kann. Und das schlüssel ich auf. Ich gehe ganz tief rein und gucke halt eben, was willst du eigentlich mit dem, was du tust? Ja. Willst du ein Produkt verkaufen oder willst du tatsächlich einen Mehrwert nach draußen bieten? Und wenn du einen Mehrwert bieten willst, geht kein Weg daran vorbei, dass du den anderen verstehst, dass du in die Tiefe reinkommst. Und Stück für Stück verstehen sie dann immer mehr, der Kunde ist der Schlüssel zu allem. Also der Schlüssel dazu, dass es dir gut geht im Verkaufsgespräch, der Schlüssel dazu, dass es eine Entspannung ist, der Schlüssel dazu, dass er mehr kauft, als er eigentlich erwartet hat, der Schlüssel dazu, dass er dich weiterempfiehlt. Und das ist eben das Entscheidende. Aber das müssen sie erstmal verstehen. Mhm. Es ist nicht der Produkt der Schlüssel, es ist der Kunde der Schlüssel. Und wenn ich diesen Weg einfach mal ein bisschen aufklamüser und ihnen einfach mal zeige, okay, wie geht denn dieser Weg? Wie kriege ich denn eine Tiefe hin? Das Schöne ist ja, die Menschen machen das nicht von sich aus, dass sie in diese Tiefe reingehen, weil es hat ja mit Arbeit zu tun. Ja. Es hat ja damit zu tun, also mir sagen zum Beispiel viele Leute, wenn sie aus meiner Sales Revolution rauskommen, Kommunikation ist plötzlich so anstrengend geworden. Ich höre plötzlich so viele Sachen, die ich vorher nicht gehört habe. Menschen schütten mir ihre Seele aus. Sie interessieren. Und das Aushalten ist auch. Das Aushalten, auch mal zuzuhören und so weiter, das ist ja echt so ein Ding. Ne? Und genau das ist aber das Entscheidende. Sie merken dann plötzlich, dass ein Verkaufsgespräch so viel einfacher wird. Es wird so viel entspannter, wenn du am Anfang einfach eine Tiefe aufbaust mit deinem Kunden und dich wirklich dafür interessierst und zwar ernsthaft mit deinem Herzen und mit Liebe dafür interessierst, dann wird alles so viel leichter. Es ist wie so ein Flow im Verkaufsgespräch. Ich habe es oft schon erlebt, dass ich dann nach 10 Minuten Verkaufsgesprächs, was letztendlich nichts anderes wie ein Smalltalk war, sagte er dann, ja, wir machen das. Und ich habe noch nichts von meinen Produkten erzählt. Der hätte mir blank. Man geht natürlich in Vorleistung, ne? Und das ist eben bedarf sehr viel Mut. Ich glaube, es bedarf sehr viel Mut, mich zu öffnen, mich auch mal teilweise vielleicht schwach zu zeigen, in den Tiefstand zu gehen und diese ganzen Dinge, weil der öffnet sich natürlich leichter, wenn ich mich öffne. Absolut. Also ich bekomme ja auch so viele berührende E-Mails, wo die mir ihr Herz ausschütten und ihre ganze Lebensgeschichte schreiben, wo ich so denke, hey, du kennst mich überhaupt nicht, aber es ist eben, weil ich mich eben auch geöffnet habe vorher über meinen Podcast, zum Beispiel eben. Genau. Und da fand ich auch so spannend, da hat auch einer gesagt, ein Freund von mir, der meinte, ich musste mich erst an den Podcast gewöhnen, weil er war eben meine Hörbücher gewohnt, wo natürlich alles so schön auf dem Punkt ist. Und eben die Bücher, wo ich natürlich auch auf dem Punkt bin. Und du quasselst halt einfach nur. Und jetzt quassel ich und ich öffne mich eben sehr. Und er meinte so, das ist eben im Prinzip wie in einem Gespräch, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir? Und er sagt, nicht so gut. Es geht es eben auch einfach auszuhalten. Genau, und er meinte, jetzt liebt er es und findet es ganz toll. Ja, aber das fand ich auch ganz spannend. Ja klar, ich öffne mich und es ist eben nicht für jeden sofort Juhu, sondern auch, wie gehe ich damit um? Jetzt sind wir bei dem Punkt, gute Miene zum schlechten Spiel machen im Verkauf. Ne? Wenn es mir nicht gut geht, das kann ich mir nicht erlauben, dann muss ich rausgehen, ein Lächeln aufsetzen und dann ist wieder alles gut. Ja, so higher state, ja, dieses schöne so, tschakka, so jetzt gehe ich raus und oh, sorry, jetzt habe ich auf dein Mikro gehauen. So higher state, jetzt gehe ich nach draußen und jetzt rocke ich halt eben alles und so weiter. Und für mich ist das nicht stimmig. Für mich ist das nicht stimmig. Ich kann ruhig auch mal zum Kunden gehen und kann sagen, wissen Sie, ist nicht so gut gelaufen gerade eben, hatte gerade nicht so die gute Situation. Ich kann aber, also da geht es ja nicht darum, dass ich dann eine Therapiesitzung mit meinem Kunden mache und mich dann die ganze Zeit auskotze, sondern ich zeige einfach nur gerade, auf welchem Status ich gerade bin. Genau. Und manchmal spiegelt sich das ja auch, dass er sagt, wissen Sie, mir geht es nicht anders. Ich hatte heute Morgen, und ich habe schon so viele Geschichten von Kunden erlebt und hinterher sagten sie, ach wissen Sie was, eigentlich hatte ich nur 5 Minuten, aber haben Sie noch eine Stunde? Ja. Und dann gehen wir jetzt noch zum Mittagessen und dann reden wir über Oldtimer und plötzlich kenne ich seine Familie, ich kenne die Namen seiner Kinder und wissen Sie, mit diesen Kunden und dann und so weiter. Ne? Und da baut sich dann halt eben eine Beziehung auf. Und manche meiner Kunden habe ich seit 10 Jahren, die haben sogar die Firmen mit mir gewechselt. Einfach nur, weil sie sagten, es geht mir um den Menschen dahinter. Dein Produkt ist zweitrangig. Ja, das finde ich eben auch. Also ich war mal bei der NSA, also nicht bei der NSA, die uns alle abhört, sondern der National Speakers Association, also
amerikanisches Pendant aus. Kannst du mir die Leine einfach sonst wiedergeben? Ich hatte ihn eben losgelassen, damit Sammy ein bisschen ablecken kann. Das ist ein richtiges Hörspiel. Das ist mittlerweile echt ein Hörspiel. Ja. Also so, wo ist das Kind? Wo ist der Hund? Was wird da gemacht? Und hinterher sagen wir, beschreiben Sie das Kind. Ja, genau. Malen Sie das Kind bitte, beschreiben Sie es und zeichnen Sie Pablo. Und wo saßen Sie? Großartig. Aber gut, man kann ja einfach, bei dir war es ja auch im Livestream drin, vielleicht kannst du es ja irgendwie... Alles gut. Gesundheit. Gesundheit. So, was wollte ich jetzt gerade sagen? Wo war ich gerade? Na, hast du mir zugehört? Ja, ja. Was habe ich gerade gesagt? Nee, keine Ahnung. Sehr schön, das haben wir jetzt auch geklärt, dass wir es wirklich super hinkriegen mit diesem aktiven Zuhören. Ich wollte was ganz Tolles... Ich sagte das mit dem, dass es nicht ums Produkt ging, sondern um die Nachricht. Ah ja, eine Sache, genau. Ich war bei der NSA, guck mal. Ja, und du hast dich nicht an die NSA erinnert. NSA. Ja, siehst du, deine Story war nicht gut genug. Ich habe dir noch gar nicht erzählen können. Ja, mache ich. Los. Also, jetzt. Jetzt. Bist du bereit? Sofort. Also jetzt mache ich die Geschichte. Aber jetzt wirklich. Eins, zwei, drei, jetzt. Also, ich war bei der NSA. Und da waren eben so ganz großartige Speaker auf der Bühne und eine sagte eben auch so, hören Sie auf, immer wieder Ihre Leidensgeschichte zu erzählen. Es interessiert irgendwann keine Socke mehr. Es sei denn, diese Leidensgeschichte führt eben zu etwas. Also ne, wenn ich mich selbst öffne, dass ich dadurch dem anderen Mut mache, sich auch zu öffnen. Oder ich erzähle vielleicht etwas, also wenn ich zum Beispiel weiß, jemand hat da mit einer Chefin ein ganz tolles Problem, weil die vielleicht irgendwie Psychopath oder sowas, also wirklich gestört ist, dann erzähle ich vielleicht etwas Ähnliches aus meinem Leben, um dem eben Mut zu machen, damit die sich mehr öffnen und wir dann wirklich in die Tiefe gehen können. Ja. Aber dann zahlt eben meine Geschichte auch auf das Konto ein und nicht eben einfach, auch, ich erzähle einfach mal, weil ich so Bock drauf habe. Das ist so geil, dass du das gerade sagst. Ich hatte letztens eine Teilnehmer, da sagte zu mir, Stefan, ich kann nie Speaker werden, weil ich habe ja gar keine Geschichte zu erzählen. Meine Kindheit war toll, ich hatte tolle Eltern, bei mir ist eigentlich alles okay. Ja, was soll ich denn da machen? Das will doch kein Mensch hören. Das sage ich, vielleicht ja schon. Ja, weil du es bist. Weißt du, ich habe Leute schon erlebt, die erzählen dann irgendwie von ihrem kleinen Wuchs als 16-Jähriger oder sowas, um dann halt eben zu sagen, ja, und dadurch bin ich jetzt erfolgreich geworden und so. Und das ist halt alles Bullshit. Ja. Das ist nicht alles Bullshit. Ich bringe jetzt auch im Dezember ein Buch raus, wo ich ja sage, durch unter anderem eine chronische Krankheit von mir, habe ich mich mit Kommunikation auseinandergesetzt, weil ich eben nicht die schöne Frau war, wo sofort jeder Mann gesagt hat oder jeder Jugendliche, oh toll, mit der Isabel verabredet. Mit der haben eher so gedacht, so... Ja, gute Freunde vielleicht, ne? Aber sind die jetzt in andere Frauen gegangen? Was ich meine, eine Geschichte... Was kann dazu führen? Ja, ja, eine Geschichte ist aber immer nur dann gut, wenn sie was mit dir zu tun hat. Also wenn wirklich dieses intrinsische Gefühl, was du da in der Zeit entwickelt hast, wenn das zu dieser Motivation gefördert, das, was du gesagt hast. Wenn aber eine Geschichte konstruiert ist, dann ist es genauso schlecht, wie wenn die Leute zu mir kommen und sagen, hier Stefan, was ist denn der perfekte Pitch? Ja. Ja, wo ich auch sage, dein Pitch bringt dir gar nichts, wenn du es nicht schaffst, eine Beziehung zu deinem Gegenüber aufzubauen. Ja. Das ist so dieses nächste Mysterium, wenn Leute immer zu mir kommen, ich brauche einen Pitch. Und ich sage, wann hattest du eine Situation, dass du im Aufzug gesteckt bist mit einer Führungskraft, 3 Stockwerke nach oben gefahren bist und dein Unternehmen verkaufen musstest? Ich habe es in 25 Jahren nicht erlebt. Und wenn du nicht in der Höhle der Löwen irgendwie vor den Leuten immer stehen willst, ja, und da wirst du selbst davor noch gecoacht und so weiter, dann wird das nicht das Entscheidende sein, dass du dein Produkt verkaufst oder dich verkaufst. Es wird sein, dass du eine Beziehung zu dir selbst hast, weißt, was bei dir wirkt, was nicht wirkt und entsprechend den anderen fesselst. Das wird es sein, was verkaufst und nichts anderes. Also nicht dieser eine Satz, den du da raustrillerst. Ja, definitiv. Ja. Das denke ich auch. Ich finde es eben wichtig, dass wir eben einfach echt sind. Was ich auch auf der Bühne... aber echt eben auch immer im Sinne von wertschätzen. Ja. Ja, also ich habe auch manchmal Kollegen, die sagen einfach, ja, ich bin einfach echt, so bin ich einfach. Und rotzen einem dann deren Wahrheit ins Gesicht, was ja deren Sichtweise ist. Und so denke, das ist gerade alles nur unhöflich. Ja. Und das hilft mir gerade null. Du hast bloß gerade ein gutes Ventil gefunden, um dich auszukotzen. Das ist schön, ja. Ist auch ehrlich wahrscheinlich von deiner Sicht, aber es ist nicht wertschätzend. Also insofern ehrlich finde ich immer noch in diesem Rahmen, ist es auch noch wertschätzend, dass ich nicht andere übervorteile, andere ausnehme oder. Ich würde gerne eine Sache noch aufgreifen, die du vorher gesagt hast. Doch, weil mir das noch in Erinnerung geblieben ist. Weil die Geschichte war gut. geil. Ich habe den einen Elevator-Pitch geschafft in diesem Podcast. Wo du sagtest, wenn Leute sowas sagen wie, ja, das ist ja nichts Neues, das kennt man ja alles schon und so weiter. Und das finde ich extrem spannend, weil wenn ich zum Beispiel in so einem Podcast drin bin, dann sagen die Leute so, ja, das ist ja alles klar, wie fragen, musst du zuhören, dann musst du erst eine Beziehung aufbauen, dann eine Bedarfsermittlung und so weiter, das ist ja alles nichts Neues. Was ich den Leuten immer sage, ist, ich halte es da wie Platon, einfach echt zu sagen, weißt du, es geht mir nicht darum, dir was Neues zu erzählen, es geht mich darum, dich an die Dinge zu erinnern, die relevant sind.
Und das ist eben das Entscheidende, weil tatsächlich die Umsetzung hinterher kann nur erfolgen, wenn es eine Relevanz für dich hat, wenn es mit dir was macht, wenn es dein Leben danach besser macht, wenn es dich belohnt, wenn du danach ein einfaches Verkaufsgespräch hast, wenn die Kunden dir leichter aus der Hand fressen, wenn sie begeistert sind von dir, wenn sie dich empfehlen. Und dann erst wirst du eine Veränderung machen. Und deswegen finde ich es so wertvoll, wenn Leute nach dem Training mit mir ins Coaching gehen, weil da kann ich sofort diese Schraube umstellen. Ich sage, machen wir mal ein paar Dinge anders, lass uns was ausprobieren. Wir gehen raus, die Dinge funktionieren und sie haben sofort ihr Goodie und wissen, das funktioniert. Dann machen die das nie wieder anders. Aber das Entscheidende ist halt eben nicht zu wissen, was man tun soll, sondern es tatsächlich auch anzuwenden und zu merken, was macht das mit mir und ist es gut für mich, ist es nicht gut für mich, dass ich gleich eine Wertung für mich aufbauen kann. Hm. Und dann kommt Veränderung. Ja. Und deswegen, weißt du, all das, was ich erzähle, das ist nicht zwangsläufig neu. Manche Dinge, Kleinigkeiten, ja. Und das ist das, warum Menschen so begeistert dann davon sind. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, sie haben die Bücher im Regal stehen, sie haben die Podcasts gehört, sie wissen das. Das kennst du selber. Ja. Ja? Menschen haben gehört, wie sie sprechen sollen, sie wissen, wie sie mit Aufregung umgehen können. Sie haben gehört, sie sollen keine Bindewörter, und so weiter machen. Aber tun es trotzdem, weil sie selbst noch nicht verstanden haben, was es mit ihnen macht, wenn sie es nicht mehr tun. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir die Menschen wieder daran erinnern, was wirklich relevant ist. Und dann aber auch wirklich in die Umsetzung kommen. Ja. Kennst du das Buch von John Itzo? I-Z-Z-O? Nee. Die 5 Geheimnisse, die wir erleben sollten, erfahren sollten, bevor wir sterben. Nee. Und da geht es nicht um, ich bereise die und die Länder noch, mhm. Ich muss noch das und das machen, ich muss mal immer so eine Bucketliste oder sowas. Ja. Kennt ihr das? Bucketliste? Bucketliste. Ja. Sowas nicht, sondern er hat 250 Menschen interviewt, die von anderen als weise bezeichnet wurden. Und hat so gesagt, was zeichnet das Leben aus? Was macht so ein glückliches Leben aus? Und haben ihm viele gesagt, zum Beispiel eben Risiken eingehen. Mhm. Wir ärgern uns hinterher häufig, dass wir ein Risiko nicht gemacht haben, dass wir es nicht genutzt haben. Ja. Wir bereuen es nicht, wenn wir es gemacht haben und es nicht geklappt hat. Ja. So, das sind so viele Sachen und ich finde, es macht so viel Mut. Er erinnert so auch an die Nähe zum Beispiel, dass er meinte, so eine schöne Aussage, dass einer gesagt hat, ich habe mich mein Leben lang, war auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, war nur Unternehmen, Erfolg, ich werde immer besser, 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 besser. Familie kam irgendwo auf Platz 64 und habe ich mich im Altersheim gewundert, dass mein Porsche mich nicht besuchen kommt. Und ich glaube, es war ein BMW, aber ist egal. Ja? Es war einfach so. Würde auch gehen. Es finde ich so großartig, diese Aussage eben einfach, dieses, dass uns eben häufig im Alter eben bewusst wird, darauf kommt es doch gar nicht an. Es ist ein wichtiger Bestandteil, ganz klar. Es ist schön, Geld zu verdienen, dass wir angenehm leben können, was auch immer für jeden angenehm ist und was dafür der angemessene Lebensbetrag ist. Aber es ist eben nicht wichtiger als Nähe. Also mal Handy weglegen, mal zuhören. Ja. Und das Handy weglegen im Privaten, aber eben auch beruflich. Und das macht noch was anderes mit den Menschen, wenn es eben so 250 ältere Leute gesagt haben. Mhm. Und fand ich, was ich auch spannend fand, in anderen Ländern meinte er so, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, in welchen Ländern das war, das sind ältere Leute, die gelten als weise. Mhm. Weil gesagt wurde, oh, du bist über 50? Cool, von dir kann ich lernen. Und hier ist so, Scheibenkleister, ich bin schon über 50. Mhm. Oh, warte mal, ich muss mal. Und dann lasse ich mich liften und sage noch, ich altere in Würde. Also sowas. Und dann versuchen wir noch jung, weil wir eben denken, na, die Alten, die haben nichts mehr drauf. Die kennen auch die heutige Welt nicht mehr. Das meiste habe ich gelernt tatsächlich. Und meine Mentoren, die waren immer ein gutes Stück älter als ich, habe ich immer dann gelernt, wenn ich die Klappe gehalten habe und einfach zugehört habe. Und ich liebe es, erfahrenen Menschen zuzuhören, weisen Menschen zuzuhören. Hör einfach mir zu, ich bin älter. Ich habe gerade nichts gehört. Ich bin weise. Aber das war ein Kompliment, weil du noch nicht so alt bist. Habe ich es wieder rausgerissen? Man kann es immer irgendwie drehen, dass es irgendwie noch ein Kompliment wird, oder? Und als Verkäufer vielleicht sogar noch besser. Ich fand das immer extrem spannend, weil aus jeder Geschichte, die wir mir erzählt haben, habe ich wahnsinnig viel für mich selber immer rausgezogen. Habe ich gemerkt, dass dieses Storytelling, was die gemacht haben, dass das so viele Learnings für mich einfach drinnen hat, die ich für mich übernehmen kann. Und da habe ich ganz viel davon auch in meine Karriere mit eingebaut, im Vertrieb mit eingebaut. Einfach, wo sie dann zum Beispiel erzählt haben, wie sie ihre Partnerin kennengelernt haben, ja, aber so im Leben immer sehr feige waren, ja. Und irgendwann haben sie diesen Gap geschlossen und haben gesagt, naja, jetzt mal langsam. Jetzt bin ich mit der Frau seit 30 Jahren zusammen.
Und ich habe sie nur, weil ich mich als Einziger getraut habe, auf den Tanz, beim Tanzkurs auf sie zuzugehen und sie anzusprechen. Ja? Aber ansonsten war ich immer so schüchtern und feige in meinem Leben. Was für Chancen habe ich dadurch verpasst? Und dann habe ich mir auch so überlegt, so, ja, dann lass uns doch Sozialakquise einfach mal gleichsetzen, also das Thema Flirten, gleichsetzen mit dem Thema Vertrieb. Und das ist so stimmig. Na, einfach zu sagen, wenn ich mutig war, dann habe ich den passenden Partner für mich gefunden. Also denjenigen, den ich wirklich auch wollte. Ja? Wie ist es denn mit unseren Kunden? Wieso komme ich nicht an meine Traumkunden? Weil ich mich oft nicht traue, an die ranzugehen. Die sind sexy für mich und daher haben sie halt eine gewisse... ein gewisses Angstpotenzial für mich, ja, dann gehe ich lieber an die hin, wo ich weiß, dass es sowieso simpel ist, aber das sind nicht die Kunden, die ich will. Und das ist eben das Entscheidende, einfach mal mutig zu sein, diesen Weg zu gehen. Und das habe ich zum Beispiel aus solchen Gesprächen auch raus. Ja? Es hat eine Freundin von mir, die hat dann irgendwann mal auch so Tinder gewischt, so, ne? Achtung, Werbung, Werbung, was ist das Werbung. Denn? Ja. Und sie meinte, sie hat dann eben häufig, ne, ich weiß gar nicht, nach links wischt man, wenn man den nicht haben will, nach rechts, wenn man ihn haben will, und nach oben ist ein super Like, so nach dem Motto, yeah, dich will ich kennenlernen. Und sie hat dann eben manchmal so Männer gesehen, dachte, wo sie dachte, so, der wäre es. Also entweder vom Foto, eben was die eben reinschreiben. Und hat sie gesagt, naja, der wird mich eh nicht gut finden, und hat dann eben nach links gewischt. So nach dem Motto, brauche ich ja nicht irgendwie eine Hoffnung reinstecken. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, wie bescheuert bin ich denn? Vielleicht findet er ja genau mich gut. Ja. Weiß man ja gar nicht. Er hat sich von vornherein die Chance vertan, weil sie gedacht hat, nur, na, der ist 2-3 Nummern größer als ich, also jetzt einfach so vom Status her, allein schon so eine Hierarchie, wer ist denn größer und besser und blöd. Und dann hat sie eben ganz häufig die, wo sie dachte, jo, der ist super, super Like, super Like, super. Und dann haben sie auch teilweise wirklich auch einige geantwortet, wo sie dachte so, wieso war ich vorher so doof? Aber das ist das Spannende. Das ist genau beim Kunden wahrscheinlich dann absolut ähnlich. Aber das ist ja auch so spannend, wenn du, kennst du diese ungleichen Pärchen, wo du sagst so, kam der so auf die Welt und sie wunderschön, ja, also so, ne? Oder auch andersrum, wo in Hollywood haben wir sofort eine Erklärung, da sagen wir ja, der ist reich, denn die Vito hat ja auch Millionen und so, ne? Aber bei dem Pärchen hier ist es nicht so. Eben, und da ist es nicht so. Und dann musst du ihm einfach nur sagen, naja, der war resistenter. Der hat eine Resilienz aufgebaut, die unglaublich war, in dem Sinne, dass er gesagt hat, ist doch eh egal. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Frau je kriegen kann, aber dann kann ich es auch probieren. Und dann hat er wahrscheinlich 100 Mal auf die Mütze gekriegt. Und dann war er irgendwann, hat er dann gesagt, so, ja, okay, aber ich bin lustig. Dann hat er es mit Humor probiert. Dann hat er alle USPs versucht, irgendwie bei sich zu finden, neben seinem Äußeren, was nicht so attraktiv war. Und das hat er halt dann einfach in den Ring geworfen. Und ich kenne ganz tolle Typen, die vielleicht jetzt nicht als Topmodel durchgehen würden, aber die halt Humor haben, die aufmerksam sind, die zuhören können und so weiter und dann doch eine tolle Frau bekommen und auch andersrum auch, eben auch, also Frauen dann eben auch bei Männern. Also insofern, exakt, und das hat ganz viel mit Verkauf zu tun, einfach so dein USP zu kennen, herauszufinden, okay, wenn ich das eine nicht habe, dann kann ja was anderes auch ganz spannend sein. Und das Entscheidende ist doch nur, der braucht es und ich habe es. Und nichts anderes ist relevant für den Verkauf. Es ist nicht wichtig. Oder ich habe es vielleicht nicht und dann habe ich aber die Beratung und sage, dann kenne ich vielleicht jemanden. Oder Sie, wenn ich im Verkaufsgespräch sitze, kenne ich jemanden und dann kann ich jemanden vermitteln. Und dann hat er mich auch positiv in Erinnerung behalten. Weil ich nämlich hingehört habe, wenn ich nicht auf Krampf was verkauft habe, sondern gesagt habe, da will ich nicht die Richtige. Ich mache immer vorher ein Telefonat und sage, bevor Sie auch nur ansatzweise irgendwie Geld für mich ausgeben, schauen wir doch erstmal, ob ich überhaupt die Richtige für Sie bin. Richtig. Und insofern, ich entscheide auch mit, er natürlich auch, also er oder Sie, ich sage so, Sie entscheiden bitte nach dem Telefonat, ich entscheide und vielleicht stellen wir beide fest, ich bin nicht die Richtige. Dann würden wir uns hinterher beide ärgern. So, und dann sagst du zu mir, Verkauf ist überhaupt nicht dein Ding. Stimmt, weil ich in dem Moment tatsächlich mich als Nichtverkäuferin sehe, weil ich eben häufig auch Vorträge ablehne. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist Verkauf. Verkauf heißt auch einfach mal loszulassen. Ich sehe das wie beim Angeln, ja. Da ziehe ich auch nicht auf einmal die Schnur rein, wenn ein Fisch dran hängt. Da lasse ich auch mal wieder locker und sage dann halt eben so, okay, jetzt lass ich mal seinen Spielraum wieder. Und dann ziehe ich wieder ein bisschen und gebe ihm einfach... Können wir das hier sofort abbrechen? Podcast, du angelst. Ich habe das als Kind gemacht. Stundenlang einfach da sitzen. Das erinnert mich an... Die Metapher ist total schön. Hast du jetzt eine schöne Geschichte? Ja, ich habe eine Geschichte. Ich habe auch eine Geschichte. Okay, dann erst du. Ich erst du. Ladies first. Legst du jetzt los? 1, 2, 3 jetzt. Los. Mein erster Freund, da war ich 23, ich war Spätzünder. Ja. Na gut, woher wollten wir denn nicht? Ist egal. Also auf alle Fälle, mein erster Freund war Jäger. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns mal gemeinsam jagen gehen. Ich als Tierfreund fand das jetzt nicht so prickelnd, aber ich dachte natürlich, es ist so romantisch. Wir beiden dann auf diesem Hochsitz und wir sitzen da die ganze Nacht. Also erstens, es war schweinekalt. Ich habe selten so gefroren. Und immer, wenn ich so dachte, ich sag ihm irgendwas oder ich gebe ihm einen kleinen Knutscher auf die Wange, also auf die mit dem Schal bemantelte Wange, dann sagte er so, psst,
Also ich habe regungslos dort gesessen, ich durfte kein Wort sagen. Es hatte null Romantik. Und als er dieses geschossene Sau dann noch, diese Wildsau, noch dann blutenderweise auf seinen Jeep, es hatte nichts Romantisches. Es ist manchmal so... Jetzt, glaube ich, hast du jeden Vegetarier verloren. Ich ernähre mich ganz häufig vegan oder vegetarisch. Also insofern. Aber das war einfach... Ist das so herrlich? Ja, Sammy, einmal klopfen ist richtig. Alle Klangkörper ausprobieren. Ja. Und das fand ich eben so, das hat mich so an Angeln erinnert, dieses ewig so nicht reden. Hat schon was Meditatives, aber dann kann er auch alleine jagen gehen. Jetzt hast du mir eine schöne Vorlage gegeben. Ich wollte eigentlich nur einen Satz sagen, den ich gestern gelesen habe. Den fand ich ganz cool. Er sagte, eine Meditation ist super, ist nicht so langweilig wie nichts tun. Ja. Das ist auch gut. Der ist gut. War das deine Geschichte, die du erzählen wolltest? Das war schon. Ja, aber ich bringe es halt auf den Punkt. Ja, du bringst es, ja, ich weiß, ich mache viele Worte, bla bla bla. Du weißt aber schon, dass es ein Mythos ist, ne? Dass mittlerweile schon widerlegt wurde, dass Frauen mehr reden als Männer. Das war auch nicht mein Vorurteil, was ich hatte. Das gut, hast du gerade sehr gut. Ja, das habe ich reininterpretiert. Aber was ja so häufig kommt. Ne? Ja, stimmt, die Männer verbrauchen das beruflich. Wenn sie nach Hause kommen, haben sie schon ihre 2000 Worte verbraucht. Und die Frauen machen ja 20.000 Worte. Nein, wir sprechen im Schnitt, Männer wie Frauen, 16.000 Worte. Ähnlich also, aber eher die Frauen eben über die Gefühle. Generationsübergreifend, weil ich habe das Gefühl, die Generation heute hat gar nicht mehr so viele Wörter. Ich finde, die haben sehr viele Wörter. Sind bisher einfach abgekürzt. Wörter. Ja, ja. Herz, U. Ja, genau. Oder Vollkross, Alter. Aber Vollkross, Alter, ist ja wohl auch irgendwie hier. Ist ja auch ein Wort. Aber auch das. Vollkross, Alter. Und schon sind wir wieder im Verkauf, weil das Lustige halt tatsächlich auch ist, die Generation, die wir jetzt eben heranziehen, das sind unsere Kunden. Und mit denen sitzen wir am Tisch. Und das ist auch wieder die Frage, gehe ich wirklich in diesen Higher-Status wieder und spreche von oben herab? Das, was ich wichtig finde, setze ich in den Mittelpunkt oder lasse ich mich auch mal drauf ein und sage einfach so, erklär mir deine Welt. Ja, lass mich deine Welt verstehen. Und die kann extrem spannend sein. Ich habe gestern habe ich mit einer Freundin unterhalten und die meinte so, um eben neugierig zu bleiben, setze ich mich manchmal mit Dingen auseinander, mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Unter anderem eben Bushido. Mit Bushido und Sido habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Und ihr Mann schon so, ey, mit Bushido bist du bescheuert, bist du, ne? Und hat sie dann irgendwo bei irgendeinem Sender, hat er wohl mal 34 Stunden oder 37 Stunden ein Interview gegeben. Das war so eine Challenge. Könnt ihr es schaffen, irgendeinen Star und einen Promi eben über einen sehr langen Zeitraum zu interviewen? Und sie meinte, das war so faszinierend. Ja, klar, bei einigen Punkten hast du gesagt, geht gar nicht, aber der war teilweise oder in vielen Bereichen so wertschätzend. Mhm. Er war so, stand auch zu seinen Fehlern, nicht, dass er versucht hat, sie schön zu reden, einfach, ja, das war doof. Mhm. Und sie meinte, das ist so spannend, ich hätte dem nie eine Chance gegeben, ne, wenn ich nicht irgendwie hingeguckt hätte. Und das ist ja mehr so die neuere Generation, die vielleicht mal rausprollt und sowas. Und wenn ich sofort denke so, ey, asoziales Pack, dann sehe ich nicht, wie wertschätzend der mit seiner Mutter umgeht. Oder umgegangen ist, sie mittlerweile schon verstorben. Wie wertschätzend er mit vielen anderen Menschen eben umgeht und so weiter. Und das finde ich eben schade, wenn wir eben nicht tiefer, wo wir bei deinem Thema Tiefe eben sind, tiefer hinschauen. Ich finde da dieses Wort interessant so spannend. Also bei mir ist mittlerweile, wenn wir rausgehen aus dieser Wertung, hingehen zum Beobachten, dann lande ich immer ganz häufig bei diesem interessant. Ja, da macht jemand etwas, was ich sonst bescheuert finden würde. Und mittlerweile frage ich mich einfach nur so, was ist die Intention dahinter? Warum tut er das? Und wieso macht er es so, wie er es macht? Und so weiter. Und das löst in mir wieder so viel Neugierde und Fragen, da sind wir wieder bei der Neugierde aus, dass ich dann wieder sage, und das will ich jetzt wissen. Mhm. Und das hilft mir halt brutal eben in meinen Verkaufsgesprächen. Das Lustige war, das habe ich früher nie analysiert. Ich habe nie darüber nachgedacht, was macht mich in dem Moment erfolgreich mit Kunden, wo andere sagen, mit denen kann ich gar nicht. Und ich konnte trotzdem. Und das waren genau diese unbewusste Kompetenz, die ich hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass das Entscheidende ist, dass du dich auf jeden einlassen kannst, dass du dich für jeden interessierst, dass du jedem das Gefühl von Wertschätzung gibst. Das ist so maximal entscheidend. Das sind nicht immer diese Verkaufstechniken. Es ist viel, viel mehr dieses, so, wann hat der das Gefühl, dass er sich mir gegenüber öffnen will? Mhm. Genau. Und dafür muss ich in Vorleistung gehen, mit Wertschätzung. Ja, mit ehrlichem Interesse zu gucken, was ist tiefer, was ist drunter, warum raunst mich da jemand so an? Ja. Und eben nicht, ich habe hier ein paar Regeln und dann funktioniert das. Und das ist eben bei mir, ich wettere eben manchmal gegen die Kommunikationsregeln, obwohl die teilweise gut sind, denn wenn die Leute nur die Regel sehen und nur die Regel beachten, so wie du schon gesagt hast, W-Frage, offene Frage, super, aber das ehrliche Interesse fehlt, die Neugierde fehlt, dann fehlt da das Entscheidende. Du, ich habe Storys. Ich versuche mal seinen Kopf zu halten, aber er hält beide meiner Finger so umfasst. Genau. Aber das ist Liebkosung, der mag dich. Ja, das finde ich auch total schön. Ich denke bloß immer, ich würde gerne die eine Hand hochheben, um seinen Kopf zu schützen, aber er macht immer so, bäm, Tischplatte, bäm.
Weißt du, ich erlebe ständig so Geschichten. Also Verkäufer fühlen sich manchmal so wie so Platzhirschen. Die kommen in so einen Meetingraum rein und dann sagen die so erstmal so, okay, jetzt baue ich mir hier mein Setting auf. Ja? Dann ist da erstmal schon so ihr Platz gesettelt. Dann kommt der Kunde wie so ein Gast rein, setzt sich dann da irgendwie mit dazu. Und dann braucht er sich nicht wundern. Da ist von Beginn an alles falsch gelaufen. Ja. Ja? Wenn ich da hinkomme, dann ist es wie wenn ich nach Hause eingeladen werde. Dann geht es darum, was sind deine Regeln? Gast rein, was sind deine Regeln? Und wenn er sagt, zieh die Schuhe aus, ja, also ich komme da sehr devot rein und ich frage einfach erstmal, was ist dir wichtig? Worauf legst du Wert auf gut Deutsch? Ja? Und wenn ich die Schuhe ausziehen soll, dann mache ich das. Und wenn ich mich ans Tischende setzen soll, dann mache ich das. Ja. Nicht, weil ich devot bin, sondern weil es seine Regeln respektvoll sind. Das ist Respekt. Das ist seine Casa, das sind seine Regeln. Ja. Er kann entscheiden, was er hier tut. Und das ist, glaube ich, da geht es schon los. Ich habe schon erlebt bei einem Verkäufer, der hat dann während des Verkaufsgesprächs hat er versucht, dann wertschätzend zu sein, hat die Hand gegeben, hat gesagt, wo soll ich mich hinsetzen. Aber bevor er reingekommen ist, hat er sich erstmal an den Baum am Parkplatz hingestellt und hat da erstmal einen Strahl gesetzt. Hat am Kundenparkplatz hingepinkelt. Nicht der Kunde ernsthaft? Hat das von oben aus dem Fenster Nein. gesehen. Dann wollte er dem Kunden die Hand geben. Dann sagte der Kunde so, seien Sie mir nicht böse, aber das tue ich jetzt nicht. Ja? Dann sagt er, wieso nicht? Dann sagt er so, naja, ich habe gerade gesehen, was Sie gemacht haben und Sie dürfen gerade direkt wieder hier rausgehen. Ja? Und das ist eben genau der Punkt. Ja? Wir schlüpfen dann wieder in so eine Rolle rein und machen jetzt hier einen auf so, und das sind jetzt die Rules of Sales, ja, und jetzt bin ich wieder anders. Aber draußen kriege ich es nicht hin, den Anstand zu halten. Was ist da los? Ja, ja? Definitiv. Ja. Stefan, ein wunderschönes Gespräch. Ich könnte mich ewig mit dir weiter unterhalten, aber jetzt sind wir langsam am Limit. Ja. Und ich würde dir jetzt gerne noch drei Begriffe geben. Mhm. Du kennst das Spiel ja. Du hast ja alle meine Podcast-Folgen auswendig gelernt. Ich habe die geskriptet, alle. Alle, genau. So, dein erster Begriff ist müssen. Müssen tue ich gar nichts, außer sterben. Das heißt für mich letztendlich, keiner darf mir vorgeben, was ich zu tun habe, es sei denn, ich gebe mir die Erlaubnis dazu, es zu tun. Und da habe ich einen ganz, ganz starken Widerstand gegen dieses Wort. Nur müssen tue ich gar nichts. Das entscheide ich, was ich tue. Ich darf, und das ist viel spannender. Ich will vielleicht oder ich mache einfach. Ich will, ich möchte, aber ein Müssen gibt es in meinem Wortschatz fast gar nicht. Ja. Das zweite ist Schmuck. Schmuck? Also ich finde, das schönste Schmuck von einem Menschen ist ein Lächeln. Ja? Ich glaube, nichts kann einen Menschen so sehr schmücken, wie wenn er eine schöne Ausstrahlung und ein schönes Lächeln hat. Schmuck kann unterstreichen, das ist was Großartiges, was Wunderschönes. Ja. Arbeite auch als Trainer für einen Vertrieb, die Schmuck vertreiben und das ist alles toll. Aber nichts davon ist so schön, wie wenn die Verkäuferin es schafft, dass es mit einem schönen Lächeln rüberbringt. Und mit schönem Lächeln ist eben, ich übersetze mal, sicherlich so gemeint, es muss nicht die perfekten Zähne sein, sondern einfach, man kennt ja auch diese Fotos von diesen zahnlosen Omis, die aber einfach so eine Freude ausstrahlen, diese kleinen Schweinsaugen haben, weil sie wirklich ehrlich von Herzen her lächeln. Und es geht noch spannender. Ich meine, ich reise um die Welt mit meinem Rucksack seit 10 Jahren und habe jedes Land gesehen. Und Schmuck kann sich ja auch so unterscheiden. Ne? Mhm. Das heißt, also Schmuck kann einfach auch nur Farbe auf der Haut sein. Das kann ein schönes Tattoo sein, was auch immer. Wenn es deine Persönlichkeit unterstreicht, dann ist es ein guter Schmuck, wie ich finde. Mhm. Also ich zum Beispiel habe ja auch meinen Arm tätowiert. Ne? Aber das ist zum Beispiel, das ist mein Diary. Da ist so mein Leben mit drinnen und das unterstreicht halt das, was ich als Persönlichkeit auch darstelle. Ich gucke gerade da hinten hin. Mein Hund geht so in die Nähe von deinem, der im Korb sitzt. Und sie hat gerade mal so kurz die Zähne gefletscht und das hat er auch verstanden. Das ist sehr gut. Ich habe eine Marke und jetzt eben nicht. Ja gut, aber sie zeigt ihre Grenzen auch. Absolut, sie macht das total richtig. Und er ist eben da gerade ein bisschen respektlos, aber er ist eben auch empathisch, das, was ich sehr schön finde. Übrigens auch wichtig im Verkauf, ne? Grenzen aufzeigen und auch mal sagen, mutig zu sein, bis hierhin und nicht weiter. Finde ich auch definitiv, auch zu gucken, so bis dahin kann ich eben gut dienen und ansonsten eben nicht mehr. Und auch der Kunde einfach mal zu sagen, weißt du was, nur da habe ich meinen Spaß bis dahin und alles andere werden müssen. Und dann passt es wieder nicht. Ne? Genau. Dann der nächste Begriff, mal gucken, was dir dazu einfällt, Kohl. Kohl? Ja, ist mir egal, ob du irgendwie Weißkohl, Rotkohl, Kohl. Als erstes hatte ich jetzt Helmut Kohl vor Augen. Das geht natürlich auch, Helmut Kohl. Ja, das geht natürlich. Dann dachte ich an Kohl, an Weißkohl und so weiter. Aber ich fand Helmut Kohl eigentlich am spannendsten. Okay, dann sag was zu Helmut Kohl. Ich fand Helmut Kohl eine sehr interessante Persönlichkeit, weil er jemand war, der wirklich sein Herz auf der Seele getragen hat. Er war schon ein Typ, den ich als charismatisch bezeichnen würde und auch jemand, den ich als Persönlichkeit bezeichnen würde. So jemand wie Franz Josef Strauß, den wir in Bayern hatten zum Beispiel, ne? Oder Stoiber zum Beispiel, ne? die einfach nicht immer über jedes Wort nachgedacht hatte. Aber deswegen, glaube ich, waren sie auch so beliebt. Und deswegen waren es auch Menschen, denen man heute teilweise noch nachtrauert,
weil sie einfach Leute waren, die waren greifbar. Mhm. Ja, die sind nicht so allglatt gewesen, das waren einfach Persönlichkeiten. Und das sind auch so Leute, an die orientiere ich mich gerne, so wie Genscher, ja, zum Beispiel. Ja, das sind ganz interessante Menschen. Mhm. Dankeschön. Und jetzt würde ich zum Schluss gerne noch von dir so eine kleine Panne hören. Und vielleicht, wenn du irgendwie eine Lerneinheit daraus gezogen hast, gerne. Wenn nicht, dann war es vielleicht einfach nur peinlich und ich kann mich schlapplachen. Also, du, ich habe genug Pannen. Also insofern, ich könnte auch, aber du bist jetzt an der Reihe. Wenn du magst. Also überlegen. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, das geht ein gutes Stück zurück. Das war noch so in meinen Anfängen des Verkaufs, wenn das passend ist. Ja. Dürfte so 98 gewesen sein, als ich mit dem Vertrieb angefangen hatte. Und ich hatte einen relativ starken Senkrechtstart hingelegt. Das, glaube ich, hat am meisten damit zu tun, dass ich keine Ahnung hatte, was Verkauf war, ich das Produkt gut fand und dann damals als Investmentfonds rausgekommen sind, hatte ich die halt eben vermittelt und dachte mir, simples Produkt ist cool. Und dann bin ich ganz nonchalant an Kunden reingetreten, wo die anderen nicht hingetraut haben. Einer war zum Beispiel so ein Naturheilpraktiker, der relativ solvent war, und zu dem bin ich hingegangen und ich habe ihn bestimmt ein halbes Jahr lang betüdelt und geguckt, dass er irgendwie mein Kunde wird. Und als er dann mein Kunde wurde, hatte ich mal damit irgendwie, glaube ich, 1,8 Millionen Umsatz gemacht. Was natürlich ein Senkrechtstart war. Ich habe zwei Positionen übersprungen und so weiter und die anderen haben halt geschaut, was ist da los? Das allerdings konnte ich noch nicht so richtig verarbeiten. Und ich kann mich nur schön daran erinnern, das war kurz vor Weihnachten, als ich diesen Abschluss gemacht habe. Und dann war Heiligabend. Und dann bin ich zu Hause gesessen und dachte mir so, naja, jetzt musst du dem Kunden ja auch eine Wertschätzung bringen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, wie könntest du das jetzt machen? Und dann bin ich hergegangen und bin an Heiligabend durch den Schnee bin ich mit meinem Fahrrad bin ich zur nächsten Tankstelle gefahren und habe da einen Veuve Clicquot gekauft. Ja, ein was? Einen Veuve Clicquot, einen Champagner. Ah, okay. Mhm. Ich hatte zu der Zeit kaum Geld. Ich habe wirklich mein letztes Geld in den Tank reingetankt, nur damit ich zu meinen Kunden fahren konnte. Also ich hatte ja erst angefangen. Und dann habe ich einen Veuve Clicquot gekauft. Der hat bestimmt schon 100 Mark gekostet oder so. Und dann bin ich damit weitergeradelt, 4 Kilometer zu meinem Kunden hin, zu seinem Haus. Und alles war dunkel, die Einfahrt war dunkel, viele Autos da gestanden. Und ich komme hin und klingel an der Tür. Und dann kommt er rausgestapft mit Birkenstock-Sandalen in kurzer Hose und mit einem T-Shirt. Kommt er raus und sagt, was machst denn du hier? Und ich so, ja, ich wollte Ihnen ein Geschenk vorbeibringen. Er sagt, das ist Heiliger Abend. Und ich so, ja, aber ich wollte Ihnen meine Wertschätzung zeigen. Und ich habe da einen Champagner gekauft und deswegen dachte ich, ich mache Ihnen eine kleine Freude. Ich wollte Ihnen einfach nur zeigen, Dankeschön, dass Sie mein Kunde geworden sind und alles das, was ich in den Büchern gelesen hatte und so. Dann sagt er so, jetzt pass mal auf, mein Freund. Ja, heute ist Heiligabend. Drei Dinge. Erstens, da bist du bei deiner Familie zu Hause und nicht bei deinen Kunden. Zweitens, wenn du aufgepasst hättest, dann wüsstest du, ich bin Naturheilpraktiker, ich trinke keinen Champagner, sondern Tee. Und das wäre eigentlich das bessere Geschenk gewesen. Und drittens, wenn du dir jetzt nicht bald schleichst, ja, und ich mich um meine Gäste kümmern kann, dann kündige ich wieder alles, was du bei mir gemacht hast. Ich glaube, ich habe sehr viel daraus gelernt. Ja? Ich habe nie wieder solche Pseudogeschenke für meine Kunden gekauft, sondern nur noch Dinge, die wirklich mit ihm zu tun haben. Und ich habe gelernt, eine Flasche Champagner ist nicht mehr wert als ein schöner Tee, den ich ihm geschenkt hätte, weil er einfach Wertschätzung gezeigt hätte, dass ich ihm zugehört hätte. Und dass ich mich für ihn interessiere. Ich habe darüber hinaus gezeigt, stelle nie die Belange deiner Kunden über deine eigenen Belange, weil in dem Moment wäre es sinnvoller gewesen, bei meiner Familie zu Hause zu sein. Und drittens habe ich dadurch ihn gestört, was sicherlich sinnvoller gewesen wäre, wenn ich ihm einfach nur einen schönen Abend gewünscht hätte und gesagt hätte, wissen Sie was, wir machen das dann, wenn Sie keine Gäste hätten. Ja. Also 3 Learnings, die ich nie wieder vergessen habe. Ich war echt klein mit Hut. Das glaube ich. Aber schön, dass das nicht gekündigt hat. Stell dir mal das Bild vor. Da stehst du so mit deiner Flasche Champagner frierend. Frierenderweise. Stehst du so da. Ich wollte Wertschätzung. Ja, also ich habe echt eine Menge draus gelernt. Vielleicht lernt ja der eine oder andere auch was draus. Das wäre schön. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Vielen Dank, dass ich hier zu Hause bei dir sein darf. Ja, wir hatten jetzt teilweise mit Pablo, nein, Sammy, nein, dies. Aber richtig schön, ganz tolles Haus, ganz tolle Familie, ganz tolle Frau, ganz tollen Sohn und Mann hast du da, ganz tollen Hund. Ja. Und sehr, sehr spannend. Ich bin froh, dass du mich angeschrieben hast und ich bin froh, dass wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben. Und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt, weil ich dich als sehr spannend empfinde. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also ganz großartig und ich sehe da ganz viele Synergien bei uns beiden auch. Und es war schön, dass du hier bei uns zu Hause warst und mir die Wertschätzung gegeben hast. Danke dir. Sehr gerne. Gut reden kann jeder, gut reden kann jeder.